Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Wir fliegen heute im Tholis A319, der Erscheiner, von Hanoi nach Shanghai. Wir fliegen also unsere Weltumrundung weiter, stehen hier schon am Flughafen, werden noch beladen. Catering ist da, ist alles da. Und genau, wir springen, würde ich sagen, ins Cockpit und machen den Flieger startklar. Okay, müssen wir erst einmal ganz kurz das Menü öffnen, um uns erstmal den Flieger anzugucken. Also, erstmal alles eingeben, was wir denn so dabei haben. Passenger Number ist Aircraft Configurations. Haben wir 124. Na komm. So, 124 Passagiere. Cargo 0. Blockfuel haben wir dabei. 8,4, da machen wir mal Blockfuel lieber 9 Tonnen. Sicher ist sicher, wir wissen, wie es wird dann in Shanghai. 9 Tonnen. Blockfuel Set. Apply and Quick Refuel. Und External Power ist on. Gut, dann gehen wir ins Overhead Panel. Und mache erstmal die Batterie an und die External Power auch. Area Selectors auf NAV. Dann Emergency Light geht auf R. No Smoke on. Dann Seatbelts auch on. Die Lichter, Navigation Logo Light auf 2, Wing Light on, Strobe Light on. Fuel Pumps all on. Dann APU Start. Und jetzt warten wir, bis die APU hochgefahren ist, damit wir das APU Bleed einschalten können. Sieht sehr schön aus hier, der A319. Bei nicht allzu gutem Wetter hier in Hanoi. Bei ein bisschen Nebel stehen wir hier am Gate auf einer Vorfeldposition. Und jetzt hört ihr auch, wie die APU hochfährt. Man sieht auch hier hinten schön. So, die APU fährt jetzt hoch und dann gehen wir mal ganz schnell ins Cockpit. So. Genau. Emergency Light haben wir on. APU Bleed geht auf on, weil jetzt hier auch schön zu sehen, die APU ist jetzt available. Das heißt, wir schalten jetzt das APU Bleed in die Propeats ein. Und dann gehen wir ins FMC, drehen uns jetzt erstmal ein bisschen, erstmal alles ein bisschen heller. Und machen uns auf das FMC mal ein bisschen heller. Okay, und dann gehen wir auf die Init-Page und jetzt geht mal ein. Wir fliegen von... Ups. VVNB nach ZSPB. Einmal einfügen. IRS. Wir haben die Flight Number. Erscheiner. Flight 482. Wir haben einen Kostendex von 5. Die wird erst sehr langsam. Haben wir einen 3-stündigen Flug vor uns. Haben einen Cruising Flight Level von Flight Level. Ah,
mal ganz kurz was nach. Und er sagt jetzt hier, wir haben Flughöhe. Flight Level 5 bei 1150 Fuß. Nee, da Flight Level 370. Okay. Okay, Flight Level 370. Nee, nicht Flight Level 371. So, Next Page. Gehen wir nochmal schnell ins Todesmenü. Sind uns hier das daneben? Okay. Wir haben ein Zero Fuel Rate Center of Gravity von 28,6. 28,6 / 53,2 einmal einfügen. Wir haben Block Fuel 9.0. Wir haben 9 Tonnen dabei, Block Fuel. Und dann gehen wir in den Flight Plan. Oh, VVNB, wir haben Departure. Departure Runway. 11 rechts. Einmal über die 11 rechts raus. Auf HK2A. HK2A. Insert. Und den ZSPD landen wir auf der Runway 35 right. ILS 35 right. Über die BK11Y. Okay, haben sie gerade wieder jemand die BK11G. Habe keine. Wir haben no Vias. Insert. Ups, return. Okay, so dann gucken wir mal ganz kurz durch. Nach dem Punkt Naka haben wir ein Aries und zwar geht es dann von Naka über die R474. R474 nach Ua. Von Ua geht es dann über die B330 nach Pu oder Po. Von Po geht es dann über die A599 nach Con. Von Con geht dann über die R473 nach Nolon. Von Nolon geht es dann über die A599 nach Elnex. Geht's dann über die A599 nach Elnex, hat man glaube ich gerade schon, Elnex, ne warte, Turn,
dran, geht's ja nicht. Geht's ja nicht. A599 nach LNX. Von LNX geht's dann über die G204 nach SHZ. Von der geht's dann über die B58 nach BK. Und das war's dann. Schützen wir das hier erst einmal und gucken uns unseren Flugplan einmal an. Okay, warum ist die Map noch nicht available? GPS lost. Gut, das hier oben steht aber alles auf. Ja. Flightplan G-Plan. Warte mal, Edit. Haben wir so bei Flightplan. Ja, an sich ganz gut aus, aber der hat den noch. Wie heißt, wir müssen mal ganz kurz mal gucken. Abfeuer Ober Todes Position Status. Map is not available. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen. Na okay, die Map die kommt bestimmt noch, dann machen wir erstmal weiter. So, das haben wir. Hier haben wir alles, haben wir alles. Dann gehen wir in die Performance Page. Dazu gehen wir nochmal auf unseren Todesscreen. Wählen jetzt hier 1 plus F aus und dann haben wir jetzt hier unsere V-Speeds. Haben wir V1 ist die 149, die 2 ist auch die 149 und die 2 ist dann die 152. Genau. Flex Temperature mal 66. Und die Flaps haben wir auf 1/ ab 0.1. Einmal einfügen. So, jetzt hat er auch die Map. Okay, egal. Okay, so jetzt können wir uns das nochmal anschauen, wie es denn jetzt im Plan aussieht. Okay, also warte ganz kurz da. So, Flight Plan. Okay, also wir starten erst einmal, fliegen danach dann einen Turn. Fliegen den Turn. Dann fliegt man relativ lange geradeaus und dann fliegt man gerade auf die Bahn. Da fährt man einen schönen Turn rein und dann klappt das. Spitze. Okay, gehen wir wieder auf Arc zurück.
und schalten das FM-Signal ab. So. Das haben wir auf Flaps gestanden, Leute. Flaps auf. Flight Level. Wir fliegen Flight Level 371. Wartet ganz kurz, ja, noch Flight Level 371. Q&H haben wir zur Zeit. Ganz kurz nachschauen, da war gerade eben der Metadata VNB nach Z SPD. Und Age von 10.15 und Age Set auf beide Seiten müssen wir den setzen, 10.15. Dann drehen wir erstmal hier noch schnell den Bildschirm ein bisschen weiter auf. So, Spitze. Hier auch nochmal das Primal so, aufdrehen, die Stimme auf. Machen wir hier erstmal die Lichter alle an. Stellen dich auf Wetter und Glänzen auf Bildschirm 1. Du kommst hoch. TRA hier auch ein bisschen höher stellen vom Licht her. Und dann passt das. Die Range ein bisschen höher. Gut. Q&H Set. Dann müssen wir erstmal unsere Feuer testen, wie die aussehen. Okay, der Sitz, der ja passt dann auch. Okay, so. Feuer passt. Dann schalten wir die External Power aus. Strom über die APU. Pushback brauchen wir nicht planen, dann können wir Ground Handling erstmal alles wegschicken. Ground Handling, Hide All und Türen schließen wir auch alle wieder. Close. No. Close. Da schließen sich jetzt die Klappen. Die Türen. So, dann können wir das Engine Number 2 starten. Jetzt natürlich noch das Beacon Light einschalten, Beacon Light on. Okay, mal gucken, ob wir eine schöne Kameraperspektive haben, genau. Also, das Engine läuft hoch. Ups. Ah, scheiße. So, dann starten wir Engine Number 1. So, Engine Number 2 ist available. Dann gehen wir einmal oben rein. Schalten das Light auf Taxi.
genau. Jetzt stellen wir noch unseren Trim ein. Wir hatten einen Trim von Performance Page 0.1 auf ab. Das passt so ungefähr. Dann gehen wir nochmal ins Override Panel, schalten NTIs alles an. Schalten die APU off. So. Dann ganz kurz die Flight Controls, ganz kurz schauen, ob die alle passen. Full up, checked. Full down, checked. Neutral, checked. Full left, checked. Full right, checked. Neutral, checked. Pedal full left, checked. Pedal full right, checked. Neutral, checked. Flight Controls, checked. Okay, dann lösen wir jetzt die Parkbremse. Die Engines sind beide available und wir rollen ganz langsam durch. Wir müssen jetzt mal ganz kurz noch schauen, Airport-Indicator schauen, wie der geht hier, genau. Wir starten von der Runway, Runway 11 rechts, heißt wir müssen jetzt hier nach links rollen und dann rollen wir auch direkt zur Bahn. So, der A319, der hat eine echt sehr schnelle Lenkung, also wirklich, und dann lenkt er auch echt stark, also muss man echt aufpassen, wenn man sich bewegt, aber ansonsten ist es sehr schön dafür. Der hat beim Better Pushback manchmal so ein kleines Problem, das werden wir auf der Welt bestimmt auch das ein oder andere Mal noch entdecken, aber ansonsten ist der voll super. Schalten wir den Mode wieder auf Normal. Die werden gearmt. So, dann schalten wir Brake Fan on, Auto Brake Max. Kabine ist informiert. Flaps set. Flight Control Set Max, Brake Fan on, Lights on, Flight Directors on, Cabin Jack, Landing Lights, machen wir dann an Runway on. Okay, müssen wir bitte nach links korrigieren, das meine ich. Der reagiert echt sehr, sehr stark, der Flieger, und ja. Genau, wir haben jetzt circa eine Flugzeit von 2 Stunden vor uns. Also, da haben wir jetzt bitte was zu fliegen. So. Sieht echt super aus mit den Engines, also hat wohl jetzt echt super eingesteckt in die Maschine. So. Ihr seht auch, es ist wirklich sehr neblig und ja. Set Engines on, APUs off, Flaps set. Bleibt wird das on. Als nächstes sind dann die Landing Lights, die wird dann an der Runway einschalten. Wir müssen noch die Take-Off-Configuration testen. Diese machen wir hier. Take-Off-Configuration ist getestet. Alles auf Normal. Damit haben wir die blauen Punkte auch abarbeitet. Und wir sind bereit zum Take-Off. So, wir rollen noch eine Bahn weiter, also eine Einfahrt weiter. Die wäre jetzt die gewesen, wir zur 11 Link, 11 Left wollen. Wir wollen aber nicht, wir wollen jetzt Right und On. Genau. Was ich bei dem Flieger wirklich sehr schön finde, ist auch dieser
existente Abgasstrahl. Den zeige ich euch dann mal, wenn wir hier aus diesem Dunst raus sind. Das sieht nämlich wirklich sehr schön aus. So, und jetzt müssen wir ein bisschen bremsen. Wir halten jetzt ganz kurz an, setzen die Parkbremse, Strobe Light on, Runway Turn Off Light on, Landing Lights on und du gehst auf Takeoff. So, dann rollen wir auf die Bahn. Wirklich sehr schön aus der Maschine, auch mit der Reflexion am Boden, also wirklich sehr schön. Und wir können direkt einen Rolling Takeoff machen. Flex 66, da steht's. Steht vor Takeoff. Ab. Autopilot 1 ist eingeschaltet. Und ich muss ganz kurz was schauen. Steigen wir raus hier aus dem miserablen Wetter. Schalten die Flaps schon mal eine Stufe höher. Zurücksetzen. So, jetzt fliegt man hier die schöne Kurve. Wir können das Nose Light off, weil die 3000 gesperrt haben, das Runway Turn Off Light auch aus. Kommt der blaue Himmel. Und urplötzlich wurde das Wetter wieder besser, ne? Boah, danke.
zeige euch das jetzt mal, wie ich das meinte mit den Abgasstrahlen. Guckt euch die mal ganz genau an. Das sieht doch echt super aus, wie die jetzt rauskommen, oder? Wir haben die 10.000 durchquert, schalten das Landing Light auf aus und dann auf Attracted. Da seht ihr das genau hier. Hier ist gerade einklappt. Das gleiche auch auf der anderen Seite. So, jetzt ist es drin. Und wir schalten das Seatbelt aus. So, dann fliegen wir jetzt unsere kleine Strecke und wir sehen uns dann bei der Landung am Flughafen Shanghai wieder. Ach ja, stimmt, Q&H erstmal auf Standard setzen. Auf beiden Seiten. Spoilers können erstmal wieder disarmen. Und ja, wir sehen uns dann beim Anflug auf Shanghai wieder.